Artikel 1 des 11. Spieltags. Die Tabellenführung des BVB ist unantastbar. Genau wie unser Moderator, der sicher noch größere Pläne hat. Hier ist Nobby Dickel. Denn im besten Fall bauen wir am Samstag die Tabellenführung noch aus. Aber das wird sicherlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe gegen den FC Bayern München. Und damit ein herzliches Willkommen bei unserem Feiertagsmagazin. Dass das Spiel natürlich das Topspiel des Tages ist, ist klar. Und beim Topspiel brauche ich hier einen Topspieler. Erst 23 Jahre jung, erst 23 Spiele für Schwarz-Gelb und dennoch Abwehrchef beim BVB. Im Kinderriegel 2.0 schon fast ein erfahrener Hase, schlitzohrig vor des Gegners Gehäuse. Nach Zwangspause endlich wieder zurück, pünktlich zum Ligakracher gegen die Bayern. Lewandowskis morgiger Albtraum, Nobbys heutiger Studiogast, Manuel Akanji. Ja, und ich freue mich natürlich riesig, dass du heute hier bist, Manuel. Herzlich willkommen. Ja, wir haben es gerade schon gehört, du musstest eine Zwangspause einlegen aufgrund einer Belastungsreaktion in der Hüfte. Wie muss ich mir das denn vorstellen und wie äußern sich Beschwerden bei einer Belastungsreaktion in der Hüfte? Ja, also es ist eigentlich so, dass ich Schmerzen hatte hier in der Hüfte und auch noch ein wenig in den Adduktoren. Und ich glaube, ich habe ein wenig Flüssigkeit da drin gehabt oder vielleicht immer noch ein bisschen. Und dadurch hatte ich viele Schmerzen und musste eine Pause machen. Das ging eigentlich über längere Zeit. Am Anfang habe ich mit dem Schmerz spielen können. Und dann ging es irgendwann nicht mehr, als ich im Training mal einen Schuss machen wollte. Und dann hat es mir hinten reingezwickt. Und darum musste ich dann diese Pause machen. Und Jetzt fühle ich mich sehr gut. Es ist leider noch nicht ganz weg, aber ich kann wirklich damit spielen. Ich habe keine Schmerzen im Training oder auf dem Platz. Und, ja, also die zwei Spieler gegen Wolfsburg und Atletico haben es nicht wieder verschlimmert? Nein, so wie ich mich fühle nicht, nein. Wenn du fit bist, dann bist du natürlich gesetzt im Abwehrzentrum. Du bist ja relativ jung noch, hast aber trotz alledem eine absolute Führungsrolle beim BVB, bei so einem großen Verein. Wie fühlt man sich da in so einer Rolle? Ja, zuerst mal fühle ich mich sehr wohl, dass ich das Vertrauen kriege vom Trainer und von allen anderen, also auch von meinen Mitspielern. Also ich versuche einfach meinen Teil dabei beizugeben. Ich versuche mit Leistung der Mannschaft zu helfen und ihn zur Sicherheit zu geben, also von hinten. Und das bis nach vorne und versuche einfach so der Mannschaft zu helfen und auch irgendeine eine gewisse Position einzunehmen und versuchen auch mit sei es mal mit Worten oder vielleicht mal auch in der Kabine was zu sagen. Ich glaube, ich bin jetzt zwar erst ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr da oder bald ein ganzes Jahr, aber ich fühle mich schon sehr wohl in der Mannschaft und die Leute mögen dich. Ich glaube schon, ja. Spürt man das auch so im alltäglichen Leben? Ja, also ich habe mich wohlgefühlt seit dem einen der ersten Tage, seitdem ich hier war in der Mannschaft. Ich bin sehr gut aufgenommen worden von meinen Mitspielern und hier im Stadion ist einfach immer eine tolle Stimmung und sei es auch beim Auswärtsspiel. Also jetzt, als wir auch gegen Atletico gehabt haben, also unsere Fans sind immer dabei und da fühlt man sich schon sehr wohl. Jetzt würde mich mal eins interessieren. Schweiz, Frankreich, Türkei, Portugal, Marokko, Polen und Deutschland. 7 Nationen. Allein in der Abwehr. Was ist denn da überhaupt die Amtssprache? die ändert sich immer ein bisschen. Also mit Pischu und Schmelle spreche ich zum Beispiel Deutsch. Mit Jerry auch Deutsch. Mit Saga und Abdu spreche ich Französisch. Mit Ashraf Englisch. Und mit Rafa Guerrero auch Französisch. Also es ändert sich immer ein bisschen. Also ja. Man muss immer bereit sein im Kopf. Also man muss schon eine Menge Sprachen können, wenn man bei Borussia Dortmund spielen will in der Abwehr. Ja, aber Englisch verstehen alle. Das ist gut. Und das sind ja auch nicht viele Wörter, die man auf dem Platz verstehen muss. Eigentlich nur mal vielleicht rechts, links zu machen oder ein Gegner kommt oder du bist alleine. Also so viele Wörter sind es nicht. Du musst immer wieder knifflige Entscheidungen treffen auf dem Fußballfeld. Bei unserer Seitenwahl musst du das jetzt allerdings auch. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Ich sage dir kurz zwei Begriffe. Bist du bereit? Ja. Welche deiner Schwestern hat dich früher mehr geärgert? Michelle oder Sarah? Sarah.
Hashtag Brigander oder Hashtag Vatos Locos? Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also als erstmal welches? Das ist eine schwere Entscheidung, da kann ich mich nicht entscheiden, weil es ist zwischen Kollegen. Das ist so ein Hashtag, den ich mache mit meinen Kollegen, und das, der eine ist für die einen Kollegen und der eine für den anderen. Also da will ich mich also nicht... Also das wäre die Frage auch gewesen, was bedeutet das? Weil das ist immer unter deinen Bildern, ne? Ja, also Hashtag Vatos Locos, das haben wir in Basel, habe ich das begonnen damit anzufangen, mit Breel zusammen im Bolo. Und ein paar Kollegen, die wir da haben, weil es gibt einen Film, Blood In, Blood Out heißt er, den wir geschaut haben. Und er ist zwar von einer mexikanischen Gang, aber es geht da eigentlich um eine so Bruderschaft. Und darum haben wir das immer dann unter jedes Bild geschrieben. Und Brigante ist eigentlich mit einem anderen Kollegenkreis entstanden, die eher in Zürich wohnen. Und ja, das haben wir so in ähnliche Bedeutung wie Bandit haben wir gehabt, und dann haben wir das einfach gesagt, wir schreiben das jetzt auch unter jedes Bild, das ist jetzt, ja, gerade jetzt für uns, und das habe ich immer so mit beibehalten, dass es irgendwie, ja, trotzdem irgendwie noch authentisch wirkt, dass es ich das bin, und darum will ich mich nicht auch unbedingt für eine Seite entscheiden. Da. Sommer 2019, Hochzeit mit Melanie oder Titel mit dem BVB? Ja, was denn? Ja. Titel mit dem BVB. Und danach heiraten. Genau. Geht beides, oder? Ja. Wir wollen jetzt über das Topspiel sprechen, ganz klar. Vorher stimmen wir uns aber natürlich auf dieses Match ein. Borussia gegen Bayern. Das Duell der Bundesliga unter veränderten Voraussetzungen. Der neue BVB gegen den kriselnden FCB. Erstmals seit 6 Jahren geht Schwarz-Gelb als Tabellenführer in die Partie. Die jungen Borussen in der Liga ungeschlagen und jetzt mit breiter Brust gegen die Bayern. Boah, ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich an das Spiel denke. Natürlich völlig ausverkaufte Hütte, ganz klar. Es wird dein erstes Topspiel, Heimspiel gegen die Bayern sein. Bist du bei so Topspielen angespannter als bei anderen Spielen? Bist du genauso fokussiert? Oder wie gehst du ins Spiel? Ja, vielleicht schon ein wenig angespannt. Aber schlussendlich versuche ich eigentlich immer mit der gleichen Einstellung ins Spiel zu gehen, weil es kommt nicht darauf an, wer auf der Gegenseite spielt. Ich versuche immer, meine beste Leistung abzurufen. Aber klar, dann freut man sich natürlich auf solche Spiele. Und ja, ich will auch da mein Bestes geben. Die Situation ist ja so, dass wir auf jeden Fall Tabellenführer bleiben. Das beruhigt ja schon mal. Gibt das euch vielleicht auch ein Stück weit mehr Sicherheit? Ja, bestimmt. Aber wir gehen auch in das Spiel, um es zu gewinnen. Also ja, wir sind immer noch ungeschlagen in der Bundesliga und wir wollen das auch weiterhin so behalten. Und ja, am besten wäre es, wenn wir 3 Punkte mitnehmen können in diesem Spiel. Und das ist, glaube ich, auch unser Ziel. Diese 4 Punkte, also es ist schön momentan, aber die Saison dauert noch so lange, da können, ja, am Schluss werden es vielleicht weniger Punkte sein, vielleicht werden es mehr Punkte sein. Also auf dem können wir uns jetzt, ja, nicht ausruhen, sondern wir müssen weiter hart arbeiten, dass es mindestens dieser Abstand bleibt. Du bekommst es morgen wahrscheinlich hauptsächlich mit wohl einem der besten Stürmer der Welt zu tun, Robert Lewandowski. Beschäftigt man sich da im Vorfeld extra noch, schaut Videos sich an, oder wie sieht die Vorbereitung aus? Nein, jetzt eigentlich nicht speziell. Also ich weiß eigentlich hauptsächlich, wie Robert Lewandowski spielt. Also ich habe ihn schon zu Dortmunder Zeiten habe ich ihn hier spielen sehen, und sei es jetzt auch bei Bayern München. Ich habe früher viel Fußball geschaut, heute nicht mehr so viel. Aber ja, ich weiß, wie er spielt, und ich muss mir da nicht noch extra Videos anschauen, um mir neue Eindrücke zu holen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt wird es spannend. Fritz Lünschermann, sagt er etwas, frühere Teammanager. Jetzt gibt es Fritz Dönnekes. Erzählt uns Geschichten zu unserem kommenden Gegner, also zu den Bayern. Ja, heute kennen wir die Bayern, unseren kommenden Gegner, nur in Rot-Weiß. Aber, was wahrscheinlich die wenigsten wissen hier in der Region, die Stadtfarben von München sind schwarz-gelb, und so trugen die Bayern auch als erstes ein schwarz-gelbes Trikot. Dass die
Stadtfarben schwarz-gelb sind, das weiß ich. Ich nicht. Das weiß ich. Aber ob die auch mal so ein Trikot gehabt haben. Gelb ist für richtig, oder? Gelb ist, die Geschichte ist wahr. Ist wahr, ja. 3, 2, 1. Ja, die Geschichte ist nicht richtig. Die Bayern trugen von Anfang an rot-weiß. Ist mir abgeschaut, ja. Das Topspiel morgen ist das 50. Bundesliga-Heimspiel gegen die Bayern. Und in den vorherigen 49 Bundesliga-Heimspielen traf kein Akteur öfter als Lothar Emmerich, der 7-mal einnetzte. Also die Frage ist, dass kein Spieler mehr wie 7-mal traf? Ganz genau. Also wenn wird es stimmen, dass Lothar Emmerich mit 7 Treffern am meisten Tore geschossen hatte? Und ist egal, für welche Seite, nehme ich an, oder? Es ist anscheinend so. 3, 2, 1. Vertrauen, das an der Hose. Das ist richtig. Lothar Emmerich ist bisher der Hero bei diesen Bundesliga-Heimspielen des BVB. Also, 2-2. Wie viele Fragen gibt's? 3. Ha. Ja, der gute Lothar Emmerich war zwar der erfolgreichste Torschütze gegen die Bayern, aber bei den Bayern war zuvor ein Torjäger erfolgreicher als Torschützenkönig in der Bundesliga, nämlich Gerd Müller in der Spielzeit 1965-66. Gerd Müller hat 40 Stück gemacht in einer Saison, das war das Beste. Stimmt. Aber 3, 2, 1. Das ist falsch. 1965-66 gewann Lothar Emmerich die Torjägerkrone mit 31 Treffern und im Folgejahr teilten sich Gerd Müller und Lothar Emmerich mit jeweils 28 Toren diese begehrte Krone. Ja, super. Danke, Fritz, für so eine komplizierte. Fass mich nicht an! Kein Problem, kein Problem. Verdient. Ja, ich habe wieder verloren. Zum zweiten Mal hintereinander. Ich bin natürlich total traurig, aber das letzte Mal haben wir das Spiel danach gewonnen. Hoffentlich geht es auch wieder so aus. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wir sehen es, 20-16. Wir mussten so spielen. Jetzt kann ich es ja sagen, damit deine Rückennummer dort erscheint. Deswegen habe ich nicht ernst gemacht. Würde ich auch sagen, wenn ich verloren hätte. Okay, wir haben ja was Neues. Es gibt ja eine Auktion zugunsten unserer Stiftung. Und da geben mir meine Gäste immer etwas mit, was wir dort versteigern. Ihr geht einfach auf unseren Job, dann ganz rechts steht Auktion. Draufklicken, da ist übrigens auch noch das Trikot von Thomas Delaney drin. Was gibst du uns dieses Mal? Ich habe es leider nicht dabei, aber ich werde das Trikot von der Schweizer Nationalmannschaft mitbringen, das ich selbst noch getragen habe. Und ich werde das bestimmt auch noch signieren. Top, sehr schön. Da freuen wir uns. Vielen Dank schon mal auf jeden Fall. Und jetzt gibt es etwas, mir wurde nur gesagt, Bayern, Anheizer, Mats ab. Was ist das denn? Was habt ihr denn da gemacht? Also Anheizer, ein Feuer habe ich gesehen. Keine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Gar keine Ahnung. Ich bin gespannt. Mir wurde gesagt, morgen wird das in den sozialen Netzwerken aufgelöst. Also ich bin wirklich gespannt, was das sein soll. Naja, jetzt drücke ich euch die Daumen. Manuel, danke dir. Für das Spiel gegen die Bayern. Vielleicht kann ich ja mal wieder deinen Namen 3-mal ausrufen. Ich hoffe es. Das würde mich freuen, dann hast du nämlich ein Tor geschossen. Vielen Dank, wir drücken die Daumen. Ihr drückt zu Hause auch die Daumen, dass wir nach der Partie auf jeden Fall 7 Punkte Vorsprung vor den Bayern haben. Das wäre einfach gigantisch. Tschüss, macht's gut. Das war's vom Feiertagsmagazin. Euer Nobby und ciao, ciao.